Jeden Tag die gleichen Gesichter. Jeden Tag die gleiche Straße. Jeden Tag die gleiche Sonne. Sonne von Tunesien. Jeden Tag die gleiche Mauer. Mauer von Tunesien. Jeden Tag gleiche Sprache. Jeden Tag die gleiche Stimme. Riad, komm essen. Danke, Mama, danke. Schnauze voll von Hotel Mama. Jeden Tag die gleiche Diskussion in Land Ben Ali. Hast du von Walid gehört? Hast du von Walid gehört? Die haben ihn gestern finden lassen. Und er ist positiv. Und er ist positiv. Walid, Walid. Der muss ein Jahr ins Krankenhaus gehen. Walid. Der hat nur ein Joint geraucht, Walid. Walid ist 18. Walid ist 18. Im Land von Ben Ali. Walid ist 18 Jahre alt. Walid ist voll Power. Aber nur, weil er ein Rauchen will. Nur, weil er kiffen will. Er muss ein Jahr in den Knast im Land von Ben Ali, Tunesien. Walid, Walid. Walid, normalerweise nächstes Jahr, der muss sein Abitur machen. Walid. Der ist intelligent, der ist gut drauf. Und ich mache mir Gedanken. Nach einem Jahr Knast hat er weiter Bock, sein Abitur zu machen. Ich mache mir Gedanken wegen Walid. Aber ist so im Land Ben Ali. Ben Ali Land. Tunesien Land. Der Ben Ali Land. Jeden Tag die gleiche. Angst auch. Und Kontrolle. Jeden Tag die gleiche Angst.
Sami. Sami, sieht man ihn nicht heute. Sami. Seit 3 Monaten Sami erzählt mir über seinen Visumantrag. Sami, seit 3 Monaten, der erzählt mir, dass dieses Mal klappt mit dem Visum. Sami erzählt mir, dass dieses Mal schafft er raus aus Tunesien. Sami. Aber heute hat er das Ergebnis gekriegt. Und das Ergebnis negativ. Das Ergebnis ist negativ. Sami ist wie mich. Ich bin 27 Jahre alt und immer noch hier in Tunesien. Seit ich 17 bin, ich habe in mir ein Power gefühlt, die mir sagt, Riad, du musst rausgehen. Du musst einfach was anderes erleben. Riad, du musst dich mit der anderen begegnen. Riad, du musst dich selbstbewusst machen. Du musst dich einfach alleine unterwegs gehen. Ich war 17 in dieser Zeit. Und meine erste Gedanke war Europa. Klar, Europa. Was sonst? Die andere Seite von unserer Küste. Die andere Seite von unserer Küste. Die blonde Europa. Die grüne Europa. Unser Nachbar. Land die Touristen, die gerne Tunesien besuchen. Die Touristen. Mama mia. Ich war immer beeindruckt von den Touristen. Jedes Jahr, die fliegen von uns, zu uns, von überall. Jedes Jahr, die fliegen zu uns. Und ich wollte auch fliegen. Jedes Jahr sehen uns, wie wir leben in Tunesien. Ich wollte auch wissen, wie sie leben. Europa. Die Touristen in uns, bei uns, sind immer gut drauf. Platz 1 Dinar für einen Kaffee, die bezahlen 2 Dinar. Europa. Europa, unser Nachbar. Am Anfang habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich habe einen Pass. Ich kann auch rausgehen. Mein erster Versuch mit Visum war mit 19. Mit 19 habe ich gedacht, okay, ich habe einen Pass, dann kann ich auch reisen. In meinem Pass steht 11. In meinem Pass steht Schule. Die Antwort habe ich schnell gekriegt. Wie, Riad, spinnst du? Wir geben keine Visum für Tunesier, der keine Arbeit hat. Du bist noch in der Schule. Du musst erst einmal Arbeit haben und dann darfst du raus von Tunesien. Tunesien. Unser Wachhund muss weg. 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 Muss weg.
können wir los. Jetzt können wir los, Riad. Jetzt, unser Wachhund ist weg. Können wir los. Was meinst du? Was meinst du, Sami? Was meinst du, Sami? Jetzt können wir auch frei bewegen. Jetzt, weil wir bald die Demokratie haben, können wir auch frei bewegen, können wir auch mitmachen. Spinnst du, Riad? Wie mitmachen? Wir gehen illegal, Riad. Illegal, Riad. Aber Sami, du weißt genau, dass ich nicht illegal will. Sami, du weißt genau, dass ich immer Schiss gehabt und schwimmen. Ich habe immer Schiss gehabt, dass ich sterbe. Sami, aber du weißt genau, dass ich das nicht machen kann. Aber du weißt genau, oder? Du weißt genau. Aber Riad, du weißt genau. Jetzt oder nie. Jetzt ist gerade Ben Ali weg. Jetzt ist gerade unser Wachhund weg. Und jetzt gerade ist offen. Und du kannst Europa sehen. Europa, die du die ganze Zeit davon geträumst. Jetzt du kannst. Aber warum muss ich? Mein Leben riskieren? Aber warum muss ich illegal? Aber du weißt genau, dass letztes Jahr erinnerst du dich in unser Nachbar? Erinnerst du dich in unser Nachbar? Die sind doch gestorben, oder? Die sind doch gestorben. Und ich bin nicht. 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 Riad, du weißt genau, jetzt oder nie. Kommst du mit? Kommst du? Kommst du nicht? Bleibst du in deinem Mauer? Okay, ich komme mit. Aber ich muss erstmal mit meinen Eltern reden. Ich muss meiner Mama sagen, ich gehe los. Und ich wollte auch sie sagen, dass wir vielleicht klappt, dass ich ankomme. Und vielleicht nicht. Aber ich weiß genau, dass meine Mama, sie lässt mich nicht los. Und deswegen lieber, dass ich nicht mit sie rede. Nein, ich komme mit. 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 Sami, komm bitte neben mir, Sami. Komm bitte, ich brauche deine Hilfe. Komm bitte mit. Ich habe immer Schiss von das Meer. Ich habe immer Schiss von das Meer. Ich kann nicht schwimmen, Sami, du weißt genau. Ich brauche deine Hilfe. Der Boot ist voll. Der Boot ist voll. Ich mache mir Gedanken, ob wir schaffen das überhaupt. Sami, ich brauche deine Hilfe, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ist das Europa? Ist das das Licht? Ist das das Licht von Europa? Ist das das Licht von Europa, Sami? Ist das das Licht? Europa. Ist das Europa? Ja, wir sind Europa. Aber Vorsicht, bitte. Nein, wir sind in Risiko. Wir können auf jedes Mal kommen. Ja, bitte, sei ruhig. Ja, ich bin ruhig. Aber Hauptsache, dass wir geschafft haben. Ich sehe Europa. Hauptsache, dass ich geschafft habe. Ich sehe Europa. Wir haben geschafft. Ich sehe Europa. Ich sehe Europa. Hallo? Aber die sind auch Polizei da. Hallo, aber wir sind die jungen Leute.
Wir sind die jungen Leute aus Tunesien. Wir sind die jungen Leute, die überall man erzählt, wie toll die Tunesier sind. Wie toll die Tunesier sind, die Revolution gemacht haben. Wir sind die jungen Leute. Lass mich, warum denn, warum? Lass mich, bitte, lass mich, bitte, lass mich, lass mich, lass mich. Ist das Europa? Ist das Europa? Ist das Europa? Ist das Verlust? Ist das Europa? Ist das Europa? Sind das die Mauern von Europa? Bin ich in Europa? Ist das der Knast von Europa? Ist das Europa? Ist das Europa? Ist das Europa? Und die Reaktion von Europa auf unsere Revolution? Wir sind in den Knästen. Ist das Europa? Ist das der Knast von Europa? Ist das Europa? Ist das Europa? Ist das Europa? Aber trotzdem. Trotzdem, wir haben geschafft rauszukommen. Trotzdem. Wir sind hier im Knast 6 Monate. Und danach, wir geben uns Aufenthalt. Und dann können wir raus. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Aber erstmal müssen wir die Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke, die muss weg. Die Fingerabdrücke, die muss weg. Die Fingerabdrücke, die muss weg. Die muss nie mitkriegen, davon aus, welcher Land ich bin. Die Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke muss weg. Die Fingerabdrücke. Und dann, wenn ich rauskomme, gehe ich nach Deutschland. Oh, dann gehe ich nach Deutschland. Deutschland. Land, die Touristen, die gerne Tunesien besuchen, die gerne uns besuchen. Und ich habe immer geträumt von dieses Land. Und dann schaffe ich, nach Deutschland zu kommen. Deutschland zu kommen. Deutschland. In Deutschland, meine Nachbarn immer erzählen, dass wir Tunesien, die Tunesier in Deutschland, die können bleiben, nur wenn sie heiraten. Und deswegen, ich muss irgendwie jemanden suchen, der mich hilft. Und deswegen, ich muss Sport machen, weil die Frauen in Deutschland, die mögen keiner, was körperlich groß. Ich muss Sport machen. Wir sollen einfach Sport machen und dann gehen wir raus. Wir müssen einfach Sport machen. Ja, Sport. Und wenn ich in Deutschland schaffe, jemanden zu finden, der mich hilft, würde ich weiterreisen. Und würde ich abends zu wieder nach Tunesien auch besuchen, Tunesien. Und ein bisschen Schokolade mitnehmen. Und ein bisschen Klamotten. Wenn ich rauskomme. Schon wieder die gleichen Gesichter. Schon wieder die gleiche Straße. Und die Frage, die man sich stellen
Wie können wir unser Land entwickeln, wenn wir keine Bewegungsfreiheit haben? Wie können wir unser Land entwickeln, wenn unsere jungen Leute im Mittelmeer sterben? Wie können wir unser Land entwickeln, wenn wir den anderen nicht kennen? Tunesien von innen ist anders als Tunesien von außen. Unsere Bewegungsfreiheit ist unsere Hoffnung auf diese Revolution, die stattgefunden in Tunesien. Und danke schön.